Wir haben alle 5 aktuellen Modelle von SodaStream getestet und verraten dir in diesem Video, welcher SodaStream Wassersprudler am besten ist und welchen du vermeiden solltest. Außerdem zeigen wir dir die Unterschiede, Qualitäten und Nachteile der einzelnen Geräte. Und auf Platz 1 gibt es eine echte Überraschung. Also bleib dran. Ich bin JP von Tested. Los geht's. Wassersprudler sind voll im Trend. Keiner hat mehr Lust, Kisten zu schleppen. Vor allem, wenn du Wasser aus Glasflaschen bevorzugst. In unseren Gefilden ist das Leitungswasser so gut, dass man es bedenkenlos trinken und mit Kohlensäure versetzen kann. Das spart Nerven und schmeckt auch noch gut. Flasche rein, sprudeln, Flasche raus und trinken. Doch in diesem Video geht es um den bekanntesten Hersteller von Wassersprudlern, SodaStream. Wir haben bei unserem großen Vergleichstest von Wassersprudlern 10 der beliebtesten Geräte unter die Lupe genommen. Davon waren ganze 5 von SodaStream. Und einige Modelle waren auch noch auf den oberen Plätzen zu finden. Grund genug, einmal nur SodaStream zu vergleichen. Auf geht's. Und eventuell kannst du sogar richtig sparen. Gerade bei den Preisen der CO2-Zylinder von SodaStream solltest du aufpassen. Den Trick verraten wir dir gleich. Erstmal geht es um die Gemeinsamkeiten. Alle SodaStreams haben seit ein paar Jahren den neuen Quick-Connect-Anschluss. Dafür brauchst du spezielle CO2-Zylinder, die du an dem pinkfarbenen Verschluss erkennst. Der Nachteil, weil sie nur mit SodaStream-Geräten funktionieren, bist du auf diese Zylinder angewiesen. Wenn das Geschäft deiner Wahl keine Ersatzzylinder hat, gehst du leer aus. Der Vorteil, du musst deinen Ersatzzylinder nicht mehr eindrehen und kontrollieren, sondern klemmst ihn einfach rein und ziehst den Hebel nach oben. Einfacher geht es nicht. Ein Tipp von uns: Ein Adapterstecker von Drittanbietern verwandelt die Universalzylinder zu Quick-Connect-Zylindern. Allerdings musst du hierfür den SodaStream leicht modifizieren, da die Flasche dann einen Tick länger wird. In der Regel reicht es, den Boden herauszunehmen. Richtig gespart wird aber vor allem mit großen CO2-Flaschen aus dem Baumarkt. An diese lassen sich ebenfalls Adapterstecker anschließen, sodass du deine CO2-Zylinder zu einem Bruchteil des Preises einfach selbst befüllen kannst. Ich mache das schon seit Jahren so und es lohnt sich. Doch zurück zu den SodaStreams. Ein Nachteil gibt es nämlich bei der Sicherheit. SodaStream hat keine Sperre für den Knopf, wenn keine Flasche drin ist. Du kannst immer und zu jeder Zeit drücken und das CO2 sprühen. Das ist ungefährlich, aber gerade bei kleinen Kindern im Haushalt eventuell nervig. Die PET-Flaschen sind grundsätzlich austauschbar und funktionieren in allen Geräten, welche die PET-Flaschen auch befüllen können. 1 Liter ist die Füllmenge, aber nur 840 ml lassen sich sprudeln. Tipp von mir: Ich mache immer etwas mehr Sprudel rein und fülle den Rest dann mit Leitungswasser auf. Bei den Glasflaschen gibt es 2 unterschiedliche Versionen. Einmal die flache Version vom SodaStream Duo und die eher bauchige und geriffelte Glasflasche der Crystal Modelle. Achtung! Die Glasflaschen funktionieren nur in den jeweiligen Geräten. Doch welcher SodaStream ist denn jetzt der beste? Den ersten Platz unter den SodaStreams und in unserem Vergleichstest zu Wassersprudlern hat der SodaStream Terra. Das ist tatsächlich etwas überraschend, denn er ist bei weitem nicht der teuerste oder edelste, den das Unternehmen im Sortiment hat. Doch dafür stimmt eben das Preis-Leistungs-Verhältnis. In Kauf nehmen musst du dafür fast aber ausschließlich Kunststoff. Dieses ist aber immerhin sehr robust. Der große Nachteil ist für uns aber die Stabilität. Unverständlicherweise verbaut SodaStream auf der Unterseite keine Gummielemente, die das Rutschen verhindern würden. Das hat sogar der deutlich schlechtere und günstigere SodaStream Gaia. Wir empfehlen, eine kleine Gummimatte nachzukaufen. Das Gewicht des Terra liegt aber über anderen günstigen Geräten im Vergleichstest und auch über dem SodaStream Gaia. Das liegt wahrscheinlich an dem etwas komplexeren Mechanismus im Inneren, was uns auch gleich zur Bedienung führt. Denn diese ist wirklich herausragend und der ausschlaggebende Grund für den Testsieg. Angefangen beim Quick-Connect-System für den Zylinderanschluss, dessen Plastikabdeckung sich auch sehr leicht abnehmen und wieder reinklicken lässt. Über den Sprudelknopf, der einfach zu drücken ist und robust wirkt, bis hin zum Einsetzen der Wasserflasche. Einfach Hebel hervorziehen, ansetzen und zurückdrücken. Klasse! Kein nerviges Eindrehen und kontrollieren, ob alles sitzt. Das i-Tüpfelchen ist dann noch der Lieferumfang. SodaStream legt eine Quick-Connect CO2-Flasche sowie 2 1 Liter und eine 0,5 Liter PET-Flasche mit Trageschlaufe für unterwegs bei. Für um die 60 Euro ist das ein echt fairer Deal und der verdiente Testsieg. Doch was ist eigentlich, wenn du dein Wasser gerne aus Glasflaschen trinkst? SodaStream hat dafür 2 Geräte im Sortiment. Zum einen den SodaStream Crystal 3.0, der vor allem mit seinen bauchigen und geriffelten Glasflaschen gefällt. Er landet im Test auf dem 3. Platz. Mein Kollege Fabi und ich haben beide den Crystal 2.0 seit mehreren Jahren privat in Gebrauch. Den einzigen Unterschied, den wir zum 3.0 Modell feststellen konnten, war der Quick-Connect-Anschluss. Ansonsten bleibt alles beim alten bzw. genauso gut wie beim SodaStream Duo. Denn dieses Modell ist dem Crystal 3.0 zum Verwechseln ähnlich, kommt aber mit einem besonderen Kniff, der ihn auf den 2. Platz hievt.
Doch erst einmal zu den Gemeinsamkeiten der beiden Soda-Streams für Glasflaschen. Beide haben eine richtig wertige Verarbeitung. Das liegt an den Metallelementen, denn beim Sprudeln von Glasflaschen müssen andere Sicherheitsstandards eingehalten werden als bei PET-Flaschen. Wenn die Glasflasche platzt, können die Splitter ernsthafte Verletzungen verursachen. Deshalb sind die Flaschen beim Sprudeln in einer Metallwanne untergebracht und der Verschlussmechanismus ebenfalls aus Metall. Dank des dadurch erhöhten Gewichts und in Kombination mit der breiten Unterseite, die auch noch ein paar Gummielemente eingebaut hat, sind sowohl der Crystal als auch der Duo sehr stabil beim Sprudeln. Die Knöpfe lassen sich außerdem wunderbar leichtgängig betätigen und die Klappen auf der Rückseite mit etwas Übung sehr einfach abnehmen und nach dem Wechsel der CO2-Flasche wieder einhängen. Abzüge bei der Bedienung gibt es nur beim Verschlussmechanismus. Gerade beim Duo lässt sich der Hebel bei eingesetzter Glasflasche im letzten Drittel spürbar schwerer einrasten. Beim Crystal ist das alles etwas leichtgängiger. Und das führt uns auch gleich zum Grund, warum der Duo bei uns etwas besser abgeschnitten hat. Denn wie es der Name schon verrät, lassen sich in ihm Glas- und PET-Flaschen sprudeln. So kannst du zu Hause Glasflaschen nutzen und unterwegs auf robuste PET-Flaschen umsteigen. Im direkten Vergleich gefallen uns aber die geriffelten Glasflaschen des Crystals etwas besser. Unterm Strich sind beides gute Geräte, aber aufgrund der Flexibilität würden wir eher den Duo empfehlen. Falls du aber nur Glasflaschen benutzt, ist der Crystal auch eine gute Wahl. Mit beiden Sprudlern machst du mit um die 80 Euro nichts falsch. Viel falsch machst du aber mit unseren beiden anderen Testprodukten von SodaStream. Zum einen hätten wir da den SodaStream Art, der auf Produktbildern richtig hochwertig aussieht, aber in der Realität dann für den aufgerufenen Preis von 90 Euro zu billig wirkt. Klar, der Hebel ist super zum Dosieren und er sieht auch schick aus. Zudem lassen sich Flaschen genauso einfach einhängen wie beim Terra, doch im Endeffekt handelt es sich nur um eine aufgehübschte Version des Terras. Unser Testsieger kostet aber 30 Euro weniger und kommt mit gleich 3 PET-Flaschen statt einer. Wir würden immer zu diesem greifen und den Art links liegen lassen. Zum anderen hätten wir noch den SodaStream Gaia. Er fungiert als Einstiegsgerät bei SodaStream und das merkt man auch. Die Verarbeitung ist okay, aber der Sprudel ist unfassbar leicht und deshalb trotz Anti-Rutschgummis beim Sprudeln eher wackelig. Das Eindrehen der Flaschen ist nervig und der Lieferumfang ist genauso dürftig wie beim Art. Für nur 15 Euro mehr würden wir auch hier wieder zum Terra greifen. Zusammengefasst empfehlen wir bei den Wassersprudlern von SodaStream vor allem den SodaStream Terra und einen der beiden Sprudler für Glasflaschen, also den Duo oder Crystal 3.0. Und jetzt viel Spaß beim Sprudeln und immer schön hydriert bleiben. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne einen Like da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn du auf zukünftige Videos von uns gespannt bist. In der Videobeschreibung gibt es nochmal alle Testgeräte von SodaStream aufgelistet. Und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du gleich daneben einen Link zum Bestellen. Für mehr zum Thema Wassersprudler einfach nach Tested und Wassersprudler googeln. Die sind nicht zu übersehen. Und ich bin JP von Tested. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Achso, ja. Hier sind noch Videos von uns. Die könnt ihr euch noch angucken. Da kommen immer mehr und so. Ne? Viel Spaß damit. Jetzt aber. Tschüss.